Habt ihr die Schüssel endlich auseinander? So, jetzt kann man sich doch schon langsam mal was vorstellen, was da mal draus werden soll. Ja. Viel zu schnell. Ja, ist halt ja viel zu schnell. Aber wir haben ja hier wir haben es ja hier auch nicht warm, dann friert er auch nicht, wenn er schön arbeitet. Genau. So, was willst du noch alles von da? So, Dirk, gehen wir das mal kurz durch, was wir hier geschwätzt haben. Also, ich mache drauf vorne und bestelle und kaufe Schussblech, Alu, kurz, mit Halter. Ich mache jetzt mal das, was wir jetzt machen. Rahmen wird gekürzt, gibt einen Einsitzer als Höcker oder so wie die Bank, wo ich da erst hingelegt habe. Da können wir noch sehen, machen wir Einzelanfertigung. Das machen wir dann. Die Dirk macht dann hinten noch hier so einen Nummernschildhalter dran, hier so durch. Weil die wird schon relativ kurz. Gut, und du besorgst einen kürzeren Auspuff. Da hast du ja schon Ideen. Hier, Leute aus dem ein schöner Boss-Schalldämpfer, der ist noch sehr gepflegt mit E-Zulassung. Könnt ihr kaufen. Du willst ihn daheim nicht hinlegen, nehme ich an. Okay. Elektrik bleibt hier. Der hat hier so schönes Seitendeckel. Und der Batteriekasten unten, das ist alles cool. Das bleibt. Und die Radabdeckung machen wir aus dem alten Plastikteil was. Gut. Die Motordeckel rechts und links, die werden wieder lackiert. Schwarz. Lenker orderst du auch. Die Armaturen da oben, das kommt auch alles weg. Und die Lampe kommt auch weg. Dabei stellt sich jetzt noch die Frage, ob wir die Lampe halten lassen. Weiß ich auch noch nicht. Das sieht nämlich gar nicht immer so schlecht aus, wenn es geht. Dann würde es aber auch schwarz machen. Ja, können wir ja machen. Wenn die Lampe schwarz wird, ja. Dann die Dinger auch schwarz lackieren. Ja. Die sehen nämlich recht schön aus, ne? Ja. Blinker orderst du auch? Ja. Zwei Hupe brauchen wir auch nicht, das ist eine Menge zu viel dran. Aber das sehen wir dann. Ja, die zwei Hupe brauchen wir nicht. Nö. Gut, haben wir es ja so im Groben. Und dann machen wir neue Bremsbeläge rein und neue Bremsflüssigkeit, haben wir gerade davon geschwätzt. Genau. Die Kette ist noch gut, die hält noch zwei Sommern. Der Ketteschutz hinten, der wird gekürzt, der ist zu lang. Das sieht nicht sportlich aus. Gut. Und die Fußrastenhalter, die schrauben wir ab. Und dann bauen wir halt, wenn der andere Auspuff da ist, bauen wir einen extra Halter. Die Punkte haben wir ja hier oben, wo die festgeschraubt sind. Gut. Das ist auch so ein GSX, ja, wie die hier. GSX, Baujahr 2000. Ja, das ist ja auch so ein Modell. Genau. Jetzt kannst du mal zugucken. Ja, genau. Wenn das Heck dahinter abgeschnitten wird, genau. Wenn das kürzer wird. Genau. Mach ich. Gut. Bei dir gibt es auch einen Zweisitzer, gell? Ja, dadurch, dass mein Sohn ab und zu mitfährt, möchte ich ihm gerne schon einen Zweisitzer. Ja, und dann machen wir das Motorrad, es gibt einen Zweisitzer. Nee, das gibt einen Einsitzer. Die machen wir jetzt kürzer wie bei dir. Dirk, hast du die Schleifhex startklar? Ich weiß nicht, wie das geht mit meinem Bügel, aber. Es gibt gleich Funkenhagel hier. Okay. Schleifhex geschafft. So schnell geht das, jetzt ist es ab. Jetzt zu spät. Ja. So sieht das aus. So, und jetzt. Ich könnte es mit heimnehmen. Jetzt wird designed. Ja, genau. Mögliche Probefahrt gemacht. Hast du gehört? Hat alles geknallt. BMW, Honda, alles. Was hat der da vorne? Ja, gut, das Wetter ging jetzt. Ja. Aber in der Zeit, wo ich da rumgeeiert bin, hast du ja hier Suzuki gemacht. Das ist schon. Mal gucken. Mensch, das hast du ja das Heck schon fertig. Ja. Das hast du schön gekürzt. Gekürzt, Einsitzer. Ja, mal so. Das ist richtig gut. Hier hinten kommen die Blinker hin, ne? Ja. Die Blinker, Bremslicht und alles, ne? 3 in 1. Gut, aber du hast doch mehr gemacht. Ja, ich hatte die riesen Plastikverkleidung, der Deckel war hier dabei. Wo ist weg, schon Fach, ne, ist das? Ja, und haben wir hier den Bremsflüssigkeitsbehälter, den habe ich ein bisschen versetzt, damit das tiefer kommt alles. Ja. Und dann geht das dann hier wieder so rein. Aha.
Da hat er ja schön Fach drin, das ist doch richtig geil. Da kann man auch noch ein bisschen Elektrik reinbauen, falls man... Nö, da wird ja nichts gemacht. Da braucht keine Elektrik rein. Der hat ein schön Fach. Und ich hatte auch meine Auflage von der Höhe her, von meiner Sitzbank. Ja. Hier und da und hier vorne. Musste ich aber dann halt so laut so ausklinken. Doch, sei mal vorne. Ja. Okay, ja, okay. Dass das dann hier reinpasst. Hier und dann... Hier auch ganz geschmeidig. Hier wieder unser Flügelmotor. Ja. Und hier machen wir noch einen Spritzschutz rein, den habe ich auch von dem Original. Aber lassen wir mal runter, mal was hier bisschen aussieht. Da unten ist der Bremslosigkeitsbehälter, siehst du? Ja, ist klar. Und das kommt jetzt hier davor und deckt das hier so ab. Ja, ja, ich weiß, es ist dunkel. Ja, gut, sieht gut aus. Die zwei Schrauben rein. Ja, perfekt. Das ist gut. Richtig gut. Bis du das erstmal alles ausgefuttert hast. Ja, und der Suzuki da, der heißt ja auch Dirk wie du, der Suzuki Dirk. Gib ich mir auch extra Mühe, damit du das mal überall so. Ja, okay, machst du ja. Aber der besorgt jetzt noch einen anderen Auspuff, weil der andere war ja zu lang. Das Riesending da hinten. Ja, der Boss, genau. Leute, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, da war ich auch einen Wochenrückblick mit dem Ding, da hat er mir noch gar nichts gemacht. Das ist der Boss. Der sieht gut aus. Der andere ist von der TX. Ja, der andere ist nur einer von der TX, aber ist egal, der Boss jetzt hier von der GSX 750 ist zu verkaufen und von der TX, Dirk, das ist glaube ich der... Können wir auch, das ist... Wissen wir, was wir seid. Einer. Also wenn da einer sucht, dann haben wir auch noch einer. Ein Einzelner hätte ich da, rechte Seite. Rechte Seite ist das, ja, von der TX. Jo. Ich warte nachher noch auf den TÜV, der kommt auch noch. Es wird heute wieder spät bei mir. Ja, ich will eventuell noch jemanden... Nummernschildhalter vorrichte schon, weil morgen habe ich nicht so Eintankzeit. Ja. Vorne das Schutzblech muss noch gemacht werden. Ja, ist klar. Ja, und ich muss jetzt noch ein paar Rückstrahler dran machen, sonst kriege ich wieder Ärger. Achso, tut mir gut. Hast du noch welche? Rückstrahler? Ja, ich habe noch welche. Ich habe noch welche auch noch. Okay. Wir sammeln die schon. Dirk, du machst schon Feinarbeit? Ja, ich baue zusammen, mache die schön sauber. Ah, das Schutzblech, genau. Und die Folie auch noch. Ja, das sieht auch gut aus. Das sieht auch gut aus. Schön. Dann hast du den Motor hier, die Deckel da unten, der war ja erst silber, hast du auch lackiert? Die Deckel und der Motor ein bisschen aufgefrischt, so, da waren ein paar Kratzer drin. Und ja. Gut. Da habe ich noch die alte Aufkleber drauf von mir, super Bugbox. Ja, die hatte mal hier gekauft vor 22 Jahren, das sagt. Ja. 98, gell? Ja. Ja, die sitzt da. Aber erzählt. Hast du es so gemacht da vorne? Ja. Cool. Das sieht auch gut aus. Blinker noch dran. Ach, da ohne den Schutz hast du auch schon dran, gell? Ja. Ja. Ja, das hatte ich ja schon mal gefilmt, dass wir jetzt ohne den Sitzbank auch noch ein Fach haben. Ja. Das hast du auch wieder eingebaut. Den Nummernschildhalter hast du auch schon lackiert? Mhm. Ja, cool. Das wird doch Konstruktion spezial von dir, gell? Ja, ja. Das kannst du, gell? Das ist auch stabil. Das hält. Das ist gut. Welche Punkte hast du genommen? An Stoßdämpfer? Stoßdämpfer und das Rad. Und da ohne, ja. Und wir können, wenn wir jetzt die Kette einstellen, müssen wir vielleicht ein bisschen hin und her. Ja. Das macht aber nichts. Dann würde sich eigentlich nur der Winkel ein bisschen hoch oder den Corner verändern. Das macht ja nichts. Ja, das spielt keine Rolle. Philippalle. Und die schöne Blinker hast du auch noch vorhin, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht. Muss ja, wie heißt die Firma da? Hier rum ist es richtig. So. Aha. Quarzini oder. Ich bin gut. 3 in 1 hinten drin, gell? Ja, 3 in 1 hinten und vorne. Ja. Ja, gut, vorne haben wir jetzt noch nichts gemacht. Aber die mache ich einfach runter und mache die da dran, oder? Die Löcher nehme ich doch. Ja. Und der Lenker will er ja auch noch wechseln. Bleibt die Lampe dran? Ich glaube, der wollte eine andere Scheinwerfer haben. Hier vorne lass doch einfach erstmal. Ich mach nur erstmal hinten die Blinker. Ja, mach's hinten drauf. Und dann soll er erstmal kommen. Das wird ein richtig hübsch Motorrad hier. Der freut sich, das ist schön gut. Ja. Ja. Ja, jetzt will ich hier auch nochmal filmen. Da hat er der Motor auch gemacht. Und der Deckel, der war ja aus Silber. Cool. Das sieht jetzt gut aus. Die GSX. Beim Dirk Seiner Suzuki geht's auch so weit voran. Der neue Lenker ist schon mal so grob drauf gemacht. Die Armatur kommt dahin. Alles klar, also auch hier geht's vorwärts. Das Paket Auspuff ist da. Ich muss das filmen. Okay. Barracuda.
in Schwarz. Mhm. Dran. Da freuen wir uns doch dann, wenn der Suzuki endlich vom Sattler kommt. Ja, dann können wir den anbauen. Geil. Barracuda. Ich muss erstmal das andere Ruhe runter machen. Hä? Ich muss erstmal das andere Ruhe runter machen. Ja. Das wird doch was. Und wie sieht das aus? Das hat doch ein Bild. Die Lampe kommt scharf. Gut, jetzt habe ich die Lampe halt noch montiert. So wird das. Alles klar. Oh. Du bist wieder voll in der Kabel, hä? Ja. Klappt das alles? Jetzt sind wir zum Schluss, gell? Ja. Aber ich denke schon. Ja. Ja, gut. Ich muss alles auch noch einen Tank da mit den riesen Dinger da, damit er vorne frei hat. Na gut, dann viel Spaß, ich mache jetzt was anderes. Ja, bitte. Mensch, Tristan, du warst wieder so schnell, du hast ja die ganze Elektrik jetzt schon gemacht. Ja. Quasi die letzte Schraube, wo du gerade festziehst. Ja. Ich wollte die dieses Jahr noch fertig machen. Okay, das hast du gut gemacht. Wollen wir es mal. Gehen wir es mal durch, hä? Mach du. Ich soll es durchgehen. Ja, so jetzt. Ja. Du kannst dir mal ein wenig Lichter anmachen, damit die Leute auch sehen, dass die Lichter abbrennen, was du da gemacht hast. Aha, cool. Ja, das ist so. Standlicht, ja. Ja, geil. Mensch, das brennt ja alles. Das ist schon ein Lämmchen, ja. Da brennt schon was, ja. Hier haben wir diese Gasini-Blinker, die wir haben wollten. Sind das Rennblinker? Das sind noch Rennblinker, das Relais kommt noch. Ah, ja. Und hinten haben wir auch noch ein bisschen? Hinten haben wir auch alles. Naja, da haben wir ja auch die 3 in 1, gell? Genau. Geil. Ja, cool. Selbst die Nummernschildbeleuchtung leuchtet. Wahnsinn. Ja. Komm, Soundcheck. Wir haben sie ja schon mal laufen lassen. Schön. Sie ist ja schon warm. Nur mal so die, wo wir da rummachen, kalte Motorräder. Sie ist warm. Mein Gott, das muss ich schon extra noch betonen. Immer ein bisschen der Schock. Jetzt geht's gut. Kannst du Dirk ja nächste Woche abholen, hä? Ja. Jetzt ist er die ganze Woche immer mal rumgelaufen. Jetzt, wo er läuft, ist er nicht da, ne? Also nicht da. Ja. Wenn er das hören wird. Der ja. Hört es ja noch. Der hört es noch, aber die YouTuber sind vielleicht vor dir. Man weiß es noch nicht. Ja, dann haben sie fertig. Fahren brauchen wir auch nicht bei dem Scheiß. Ja. Dann machen wir es dann so, dass der Dirk halt die erste Probefahrt macht. Und dann kriegt er noch mal extra einen nachher. Soll er da draußen mal richtig Action. Gas geben. Ja. Dirk, hast gehört? Richtig Gas. Na gut. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz so. Also, der Dirk hat wieder einen Nummernschildhalter designt. Hinten das Rahmenheck. Ich glaube, das haben wir ja in dem Film alles drin. Muss jetzt nicht weiter rumlabern. Loop reingemacht. Der Sattler hat natürlich wieder das Sitzbänkliche gemacht, vom Allerfeinste. Der Dirk wollte sie anders da haben, aber der Sattler hat so seinen eigenen Wille. Der hat es nämlich so gemacht, hier, das war auch geil. Wo der Dirk dann die Sitzbank gesehen hat,
hat er erst so geguckt, die ist ja ganz anders. Und dann hat er nochmal hingeguckt, Mensch, ist die geil, hat er gesagt. Das ist ja viel schöner, als was ich mir da ausgedacht hat. Ja, unser Sattler hat da schon einen Blick für. Der hat da schon einen Blick, ja. Dann haben wir jetzt hier den Moment, so, den anderen Lenker drauf gemacht. Dirk hat gesagt, er braucht ein bisschen höhere und so weiter. Von wem ist der? Von Cazzini. Dann hat er den Daytona-Taro drauf. Dann haben wir die LED-Lampe, die haben wir eben gerade leuchtet sehen. Die sieht gut aus. Ja, das ist die Ansicht von der Seite. Ah, vorne, ja, genau, der Alu-Kotflügel drauf gemacht. Stahlflex-Bremsleitung. Das ist alles wunderbar. Und dann hat er noch einen Auspuff gekauft. Und zwar ist das der von Barracuda. Ne? In Schwarz. Hier mit dem Zwischenrohr. Alles gut. Ja gut, der Rest seht ihr ja im Film. Da muss ich, Lampe, na gut, das ist jetzt alles Käse. Muss nicht jedes einzelne Teil das erzählen. Schön, Bobett. Ja. Finde ich auch. Gut. Bis dann.